Hallo ihr Lieben, mein Name ist Maximilian Pollux. Das hier ist mein Buch Die Zimtrevolution, erschienen beim Community Editions Verlag. Und das hier ist euer Adventskalender. Okay, mein Lieblingsthema im Buch. Ich finde, das Schönste daran ist, dass es zeigt, dass die Kleinsten, wenn sie sich richtig Mühe geben, ganz, ganz viel ändern können. Und die Großen alle nichts dagegen tun können, wenn wir Kleinen uns zusammenschließen. Oh, die größte Herausforderung war, zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, und es ist ein Kinderbuch, saß ich gerade in einem Hochsicherheitsgefängnis und alles um mich herum war grau, alles war aus Stahl oder Beton. Und dann was Buntes zu erschaffen, eine Welt zu erschaffen, in der Wunder möglich sind, hat meine ganze Fantasie gefordert. Es war gleichzeitig eine wunderbare Gelegenheit, aber auch gleichzeitig die größte Herausforderung da. Die Idee, ein Buch zu schreiben, kam mir tatsächlich im Gefängnis. Und Leute, das liegt daran, dass man im Gefängnis nicht selbst entscheiden kann. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann kann ich alles selbst entscheiden. Ich kann eine eigene Welt kreieren und das habe ich mit diesem Buch getan. Mein liebstes Hobby, das, was ich am liebsten mache, aber kaum dazu komme, ist tatsächlich Sport. Vegane Lasagne. Hund. Den Tapferen hilft das Glück. Als Kind wollte ich tatsächlich Regisseur werden. Ich wollte immer gern Filme machen und ja, irgendwie jetzt so als Content Creator auf YouTube habe ich mir meinen Traum so ein bisschen erfüllt. Mein Lieblingsort. Mein Lieblingsort ist. Ich glaube, ich habe keinen Lieblingsort. Ich habe keinen Lieblingsort. Ich bin überall gern. Da, wo ich meinen Hut hinlege, da bin ich zu Hause. Da fühle ich mich wohl. Lieblingsfilm? Boah, der kommt böse. Fight Club. An meiner Community schätze ich, dass es alles Menschen sind, die darüber hinweggesehen haben, wer ich zu sein scheine. Ja? Ich bin ein vorbestrafter Krimineller, ich bin Ex-Gangster und über all das haben die Leute hinweggesehen und haben geschaut, wer ich wirklich bin und wer ich heute sein will. Und das schätze ich sehr an meiner Community. Das sind Leute, die nicht auf Fehler in der Vergangenheit gucken, sondern darauf schauen, was man heute macht. Ich wünsche meiner Community und nicht nur meiner Community, sondern allen Leuten zu Weihnachten, dass sie echt Frieden finden für dieses Jahr und gestärkt mit Kraft ins neue Jahr kommen. Auf geht's, Aufbruch.